Hallo, ich bin der Ulrich Schmitz aus Köln und gebe euch Antworten, versuche es jedenfalls auf Erziehungsfragen Antworten zu geben. Es geht heute darum, mein Kind weint immer, wenn ich es im Kindergarten abgebe. Wie kann ich diese Situation lösen, dass das besser funktioniert für alle Beteiligten? Also es ist natürlich auch eine der absolut klassischen Lösungssituationen zwischen Mutter und Kind und Vater und Kind, wo es immer um ein Gemisch geht von Machtdemonstration, aber auch von Ängstlichkeit bezogen auf die Loslösung. Es ist halt Mama und Papa nicht mehr dabei. Ich muss als Kind in eine fremde Umgebung hinein, weiß nicht, was mich da erwartet, bin unsicher, fange an zu weinen, weil ich mir das auch noch nicht so gut vorstellen kann, wie ein Erwachsener, was da auf mich zukommt. Auch hier ist wichtig, ein Ritual darum zu bauen, eine Routine aufzubauen, die Sicherheit und Halt gibt und natürlich auch ganz klar dem Kind vermitteln, jetzt ist der Kindergarten auch dran, ich bin dabei hinter dir, wenn irgendetwas ist. Wichtig ist natürlich in jedem Fall zu klären, dass der Kindergarten in Ordnung ist, dass die Erzieherinnen ordentlich mit dem Kind umgehen, dass in der Gruppe der Kinder auch eine ganz gute Atmosphäre herrscht, dass ich auch als Eltern sicher bin, das Kind in eine gute Atmosphäre hineinzugeben. Sobald ich unsicher bin, überträgt sich das auf das Kind, ganz klar. Ich finde aber auch, ich sollte als Mutter und als Vater aber auch ganz klar haben und wissen, wenn mein Kind etwas Bestimmtes braucht, noch eine Minute längere Übergeleitungszeit, dann gebe ich dem Kind das. Und ich habe mich einfach nicht nur so zu verhalten, wie andere das immer von mir erwarten. Das finde ich wichtig, das fand ich auch bei meinem Sohnemann wichtig und da habe ich eigentlich immer dran festgehalten und so ist es auch gut geworden dann letzten Endes. So, nicht von dem Kind sich hineinziehen lassen in gegenseitige Tränen. Klar werden, in mir selbst drin, ruhig und klar werden, Überleitung sorgen, für eine Routine sorgen und sich natürlich überzeugen, dass der Kindergarten wirklich auch gut geführt ist und gut fürs Kind ist. Dann wird das auch mit der Zeit klappen. Vielleicht noch eine Schlussbemerkung. Es geht vieles nicht von heute auf morgen. Man braucht teilweise stählerne Nerven, Geduld, Ruhe und vor allen Dingen Fünkchen Kreativität in der Erziehung. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Hoffe, dass das dann auch in der Überleitung zum Kindergarten dann in Zukunft klappen wird. Wünsche euch noch alles Gute und bis bald.